Da liegen gerade mal 3.000, 6.000 bereit. Das ist nicht gut. Zu wenig Zeug, das wir verkaufen. Zu wenig Zeug, Leute. Nochmal eine Staatshilfe bekommen. Wo bleiben meine ganzen Waren? Hier sind jetzt noch 6.000. Importieren 5.000. 7 neue Einwanderer für Tropico. Das sind alles zusätzliche Arbeitskräfte, die ich brauche. Auch hier brauche ich mehr. Exportumsatz 34.000. Wir haben schon wieder 30.000. Warum? Wir haben doch gar nichts verkauft. Er haut wieder ab. 20.000 haben wir noch. Ja gut, dann werde ich jetzt erstmal die Geheimpolizei reinholen. Achso, erfordert einen Minister fürs Innere. Ja, na, wir haben doch nie einen Minister fürs Innere. Das ist doch doof. Ja, ich setze den nachher wieder ab. Ist nur einmal schnell, um das rauszugeben. Geheimpolizei aktivieren für 5.200. Rein in die Bar. Wo ist die Bar? Haben wir nicht mehr. Die Briefträger sind verschwunden, als sie der Geheimpolizei die Post zustellen wollten. Zum letzten Mal, Leute. Das ist die Geheimpolizei. Nicht anklopfen. Also. Gut, wir haben wieder Kohle gemacht. Super. Wir bekommen jetzt die Geheimpolizei. Ihn schmeißen wir gleich wieder raus. Präsidente, es gibt einen Verdächtigen. Naja, eigentlich sind es 5. Nehmen Sie die Verdächtigen fest oder exekutieren Sie sie. Muy buenas. So, festnehmen. Feuern, yo. Okay. Gut, dann müssen wir warten, bis jemand Besseres zur Verfügung steht. Ist hier jetzt jemand Besseres? Gut, Unterdurchschnitt. Mies, mies. Nee, nicht wirklich. Was hat Bing gemacht? Wo hat's Bing gemacht? Da. 1000 Grüße. Ja, ja, Rindfleisch kannst haben. Da stelle ich genug her. Hier wird auch noch die Bar gebaut. Brauchen wir noch ein neues Restaurant. Das alte ist weg. Ja, für Unterhaltung haben wir eigentlich nicht viel gesorgt, ne? Ich bin froh, dass wir jetzt den Sportkomplex bauen. Wir könnten eigentlich noch ein Kabarett bauen. So, das reicht. Und dann brauche ich Geld. Hier liegen 59.000 bereit. Na also. Das sieht man immer sehr schön hier rechts. Exportumsatz und das, was wir importieren, werden 6.000 sein. Da liegen auch schon wieder 25.000 bereit und 5.000 kommen dann. Das ist richtig nice. Richtig, richtig nice. So, dann können wir jetzt auch weiterarbeiten. Also, kümmern Sie sich um die 4 Verdächtigen. Sie? Eliminierung. Jo. Dies Prestons Agent hat wieder Bomben gelegt. Hat ein weiteres Gebäude zerstört. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Wo hat er was zerstört? Schon mal nicht hier. Die Chemiefabrik steht noch, aber hier. Die Polizeiwache. Okay, wir müssen uns weiter um die Agenten kümmern. Ansehen. Exekutieren. Aha. Festnehmen. Sie? Festnehmen. Weg mit den Ganzen. Todesursache eliminiert. So soll es ruhig weitergehen. Ich muss jetzt erstmal meinen neuen Yachthafen bauen. Es ist so schade, dass die den weggerissen haben. Die fiesen, fiese Wichte, die. Touristen sind auf der Insel eingetroffen. Sehr gut. Dann könnten wir noch ein weiteres Hotel bauen.
Sie haben die maximale Anzahl dieser Gebäudeart erreicht. So, ein Hotel fertig bauen. Tada! Ganz viele neue Einwanderer für Tropico. Wir sind jetzt bei 418. Das ist gut. Jetzt muss ich mich wieder um Unterkünfte kümmern. Wir haben außerdem sehr, sehr viel Geld. Das ist noch perfekter. Bauen wir hier noch ein paar Häuser hin. Wohnqualität in Häusern ist auch sehr gut. Braucht nicht mal Strom. Ist einfach nur teuer. So, dann brauchen wir noch ein weiteres Parkhaus. Nee, keine Notunterkunft, sondern ein Parkhaus. Für 2000 werden die Häuser sofort fertiggestellt. Die nationale Lotterie vermeldet einen neuen Preis. Freispruch bei drohender Hinrichtung. Und nicht vergessen, Ihre Chancen stehen 1 zu 1 Million. Je mehr Sie spielen, desto größer die Gewinnchancen. Ich meine, Überlebenschancen. Ach. So, jetzt haben wir ganz viele Häuser, in denen ganz viele Leute wohnen können. Und ich hoffe, das reicht dann auch so, um schon mal die Baracken wieder einzudämmen und den Leuten auch irgendwo einen Wohnort zu bieten. Bauen jetzt noch ein weiteres Apartment hier mit hin. Wohnqualität ist bei 70, hier bei 80. Da auch bei 80 und hinten nimmt sie immer weiter ab. Auch nicht schlecht. 25 Touristen sind eingetroffen. Ihr baut alles fertig, aber diesen Sportkomplex nicht. Was soll das denn? Unterhaltung ist euch wohl nicht so wichtig, oder? Naja, da ist die 7000, alles gut. Ach so, hier war noch eine Aufgabe die ganze Zeit, ne? Präsidente, sollen die internationalen Teams etwa im... Gut, bauen Sie einen Flughafen. Das hatte ich sowieso vor. Gut, dass du mich darauf nochmal hinweist. Flughafen kostet nur 24.000, das ist okay. Das leiste ich mir doch gerne. Brauchen bloß eine Straße. Sehr schön. Und unsere Stadt sieht richtig schick aus. Jetzt auch mit den ganzen Häusern nebeneinander. Das ist toll. Erhöhen Sie das Exportvolumen in den Mittleren Osten. Wir hatten hier auch noch Rinderfarmen, ne? Die muss ich auch noch ausbauen. So, damit wir Räucherfleisch bekommen. Ach ne, bei dir brauche ich das gar nicht. Na, ist egal, nur ist gebaut. Polizeiwache wird wieder aufgebaut. Kann ich aber froh sein. ...79.000 haben wir jetzt. Zwei neue Einwanderer für Tropico und ein neuer Auftrag. Den habe ich eben schon bingen hören. Wo ist der denn jetzt? Ah, ist gar nicht so einfach durchzusehen hier. Bei den ganzen Gebäuden und dem ganzen Gewusel. Ich sehe keinen Auftrag. Es hat zwar Bing gemacht, aber ich sehe ihn nicht. Vielleicht haben wir den automatisch schon erledigt. Keine Ahnung. Soll mir auch egal sein. Hier ist der einzige Ort, wo wir die Polizei noch gebrauchen könnten. Ansonsten geht es uns eigentlich relativ gut. Flughafen wird bald gebaut. Jetzt wird erstmal der Sportkomplex errichtet. Strom geht zur Neige. Ach, du ahnst es nicht. Nur aber schnell, bevor der Sportkomplex fertig ist. Oh Gott, ein Glück. Weiteren Strom bitte.
Sehr gut. Dann müssten wir wieder für eine Weile was haben. Einfach nur zur Sicherheit kommt noch eine Windturbine hin. Dann sind wir jetzt bei 400. 400 Megawatt, das dürfte definitiv reichen, um nicht nur den Sportkomplex zu bedienen, sondern auch alles andere. Wir werden noch einige Gebäude mit besserer Wohnqualität ausstatten. Die Rebellen starten ein... Was für Rebellen? Seit wann haben wir denn schon wieder Rebellen? Ich glaube, ich muss ein paar Wachposten errichten hier. Es geht so nicht. Ich sehe ja gar nicht mehr durch. So, dann bewachen wir erstmal die Touristen. Machen wir gleich selber fertig. Wir überwachen euch hier oben. Und wir überwachen die Farmen hier unten. Zu viele Bücher zu lesen kann schaden. Mao Zedong. Für manche ist es das ganze Leben, aber unser Präsident hat noch immer die Zeit seines Lebens. Oh ja, die habe ich. So, dann bauen wir auch den Militärposten. Der Flughafen wird wenigstens schon mal angefangen, das ist okay. Wir finden keine Leute für die Wachposten. Ja, wir haben wahrscheinlich noch sehr viele offene Stellen, oder? Wirtschaft. 116 offene Stellen. Aber beim Hafen sind nicht mehr ganz so viele offene Stellen. Das ist ganz gut, denn Verkauf ist immer wichtig. Wie sieht's aus in der Oberschule? Wir haben noch genug Lehrer. Super. Es lässt sich aber keiner mehr ausbilden. Gott sprach letzte Nacht zu mir. Er hat eine Mission. Ich möchte keine Erlöserstatue bauen. Danke. Nicht jetzt und nicht hier. So, die Armee hat noch 6, die Rebellen nur 1. Ein großer Sieg für unsere tapferen Soldaten. Ja, schön. Die Vieh Ranches arbeiten super. Sind jetzt auch mit geräuchertem Fleisch unterwegs. In der Hoffnung, dass wir ein bisschen was exportiert kriegen. Immerhin haben wir nicht umsonst 2 Häfen. Ich bin kurz davor, euch das... Ist egal, ich baue das hier jetzt mal fertig. 9000. Bitteschön. So, dann haben wir wenigstens wieder einen Yachthafen. Unsere Stadt ist völlig verdammt. Unsere Stadt sieht super aus. Hör auf. Mülldeponie. Zeig mal her. Wo ist denn jetzt noch großartig Müll? Also doll ist es nicht. Wenn dann hier vorne. Und das auch nur, weil die Mülldeponie so weit hinten ist. Mal ganz ruhig. Die ist ausgebaut soweit. Auch die ist ausgebaut. Auch die ist ausgebaut. Wir haben uns schon darum gekümmert, dass wir ordentliche Mülldeponien haben. Unsere Fabrik ist ordentlich ausgebaut, die auch. Das ist die Radiostation, hier haben wir die Kaffeeplantage. Das heißt, die Konservenfabrik wird dann mit Kaffee versorgt. Hier ist die Zigarrenfabrik, die braucht das Teil noch, die Drehmaschinen. Strom sieht trotzdem noch gut aus, wir haben noch 110 im Vorlauf an Megawatt. Der Sportkomplex ist endlich fertig. Und die Bauarbeiter müssen sich jetzt so langsam an den Flughafen machen, ansonsten drehe ich bald durch. Oh, und der Tanker muss weg. Wie zufrieden sind denn die Umweltaktivisten? 59, na ist doch super. Die Arbeitsbedingungen könnten besser sein, aber ansonsten geht's doch gut. Kriegt jetzt 12 die Stunde in der Oberschule. Und alle, die in der Hochschule arbeiten, kriegen 22 die Stunde. Einfach nur, weil wir superreich sind.
Erhöhen Sie das Exportvolumen in den Mittleren Osten. 39 von 2000. Wir verkaufen kaum was hin und das, obwohl wir so viele Fee Ranges haben. Es ist unglaublich. Aber wenigstens arbeiten die jetzt wieder. Präsidente, die Geheimoperation des Verteidigungsministers war erfolgreich. Sehr schön. Ein Minister fürs Innere. Es gibt immer noch keine besseren. Es ist unglaublich. Dann stellen wir eben einen ausländischen Experten ein, was soll's. Und auch den. So, wir brauchen neue Apartments. Um die Leute überall unterbringen zu können. Ah, und der Flughafen bildet sich langsam ab. Wie schön. Es wird aber auch Zeit. Gleich die Wohnqualität verbessern. Da müssen diese ollen Baracken hier weg. Nichts wie weg. Hier oben leben kaum Leute. Die haben hier nichts zu tun. Brauchen wir noch weitere Attraktionen? Ja, eine Zeppelin-Fahrt, die wird noch angeboten. Außerdem Luxusattraktionen, Riesenrad, Achterbahn und so weiter. Das will ich natürlich auch alles haben. Ein Wasserpark. So, der kommt hier mit hin. Ja, oh, der passt sogar ran ans Kolonialmuseum, das ist super. Apartment, Infrastruktur, Luxusattraktionen, wie wär's noch mit einem botanischen Garten? Bitteschön. Brauchen wir auch noch ein Parkhaus. Das letzte ist dort. Okay, sehr gut. Der Flughafen ist gleich fertig. Dann können wir uns um den Rest kümmern. Sportkomplex haben wir, das wird garantiert auch eine der Aufgaben sein, sonst brauchen wir keine Olympischen Spiele bei uns. Aber ich werde mich jetzt erstmal von euch verabschieden, genau. Wir sehen uns im nächsten Part wieder und dann machen wir die restliche Mission fertig. Dürfte nicht mehr allzu lange dauern nach dem Flughafen. Danke fürs Ansehen und bis nachher.